Warum bekommen Möbelhändler keine Verkäufer? Meiner Meinung nach, weil sie an der falschen Stelle gucken, nämlich da, wo keine sind. Wo wird normalerweise nachgeguckt? Es werden Anzeigen geschaltet. Wir suchen einen Einrichtungsberater oder einen Küchenfachberater, ausgebildet, am besten eine abgeschlossene Berufsausbildung, am besten kaufmännisch, jahrelange Erfahrung, CAD-Programme werden beherrscht und so weiter und so fort. Und es meldet sich keiner. Das erinnert mich so ein bisschen an den Witz von dem Betrunkenen, der unter einer Straßenlaterne rumkrabbelt und da was sucht. Und ein nüchterner Passant kommt vorbei und fragt, was suchen Sie denn? Kann ich Ihnen helfen? Und der Betrunkene sagt, ich suche mal einen Schlüssel. Und der nüchterne Passant hilft ihm beim Suchen und sucht alles großflächig ab und sagt irgendwann zu dem Besoffenen, hören Sie mal, sind Sie sicher, dass Sie Ihren Schlüssel hier verloren haben? Ich finde hier nichts. Darauf sagt der Besoffene, nein, den Schlüssel habe ich da hinten auf dem dunklen Matschparkplatz verloren, aber da ist ja kein Licht, da kann ich ja nicht gucken. Warum erzähle ich den Witz? Meiner Meinung nach verhalten sich viele Leute, die nach Möbelverkäufern suchen, genauso wie der Besoffene, die suchen irgendwo, wo nichts ist, aber weil es da einfach ist zu suchen. Das heißt, auf dem Markt fertig gebackene Küchenberater oder fertig gebackene Einrichtungsberater. Der Markt ist leergefegt. Gute Leute können verkaufen und die verkaufen auch sich selbst. Und da, wo die sind, wird gut mit ihnen umgegangen, wenn sie gut sind und sie kriegen gutes Geld. Wenn sie Leute finden, die auf dem Markt sind, dann hat das in der Regel einen Grund. Wenn die nicht gerade umgezogen sind, sondern so auf dem Markt sind, dann heißt das, dass sie mit ihrem vorigen Arbeitgeber nicht zurechtkamen. Jetzt habe ich im letzten halben Jahr 10 bis 15 Vorträge gehalten von insgesamt 100 Möbelhausbesitzern und immer wieder gesagt, wie geht's denn sonst? Es gibt ein paar Orte und Branchen, wo gute Leute anfangen, aber sehr schnell wieder verschlissen werden. Welche sind das? Das eine ist Multilevel-Marketing. Multilevel-Marketing ist nicht unbedingt eine schlechte Sache, aber es zieht sehr, sehr viele Leute an, die übrigens genau das richtige Profil haben. Sie sind kontaktstark und sie haben Erfolgswillen. Aber Multilevel-Marketing spuckt auch sehr, sehr viele Leute wieder aus, die nicht erfolgreich werden. Das ist ein Pyramidenschema und da können nur die Obersten richtig gut Geld verdienen. Jetzt überlegen wir uns mal, welche Fähigkeiten muss denn jemand haben im Möbelverkauf? Abgesehen davon, dass er sich natürlich mit Möbeln auskennen muss, was aber die meisten Möbelhäuser ganz gut beibringen können. Und wenn ich so ins Publikum frage, Möbelverkäufer und auch Möbelhändler frage, sagen die beide das Gleiche. Das müssen Menschen sein, die kontaktstark sind. Die müssen mit Menschen umgehen können. Die müssen Spaß am Umgang mit Menschen haben. Und die müssen halt wollen. Die müssen Erfolgswillen haben. Und da haben die absolut recht. Es gab mal eine Studie, da wurde wirklich erforscht in den USA mit relativ großer Stichprobe geguckt, was denn statistisch signifikant Verkäufer erfolgreich macht. Welche Wesensmerkmale oder welche Merkmale. Und da wurde zunächst mal geguckt, ist gutes Aussehen wichtig? Da habe ich für Sie eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht. Gutes Aussehen hilft nicht. Die gute Nachricht ist, schaden tut es aber auch nicht. Als nächstes, weil es so gut zu messen ist, haben die den Intelligenzquotient bestimmt und geguckt, sind intelligente Verkäufer erfolgreicher oder nicht. Jetzt wieder die schlechte Nachricht für Sie, Intelligenz hilft nicht beim Verkaufen. Die gute Nachricht ist, schaden tut es auch nicht, zumindest nicht statistisch signifikant. Was spielt eine Rolle? Und bei dieser Studie kam raus, das Einzige, was eine Rolle spielt, ist die Einstellung. Und zwar die Einstellung zu zwei Sachen. Menschen und Erfolg. Beides muss man mögen. Und wir trainieren Möbelverkäufer in der ganzen Bundesrepublik seit über 12 Jahren. Wir haben bestimmt schon 2000, 3000 Verkäufer trainiert. Und die Wahrheit ist, dass bestimmt ein Drittel nicht unbedingt Menschen mag und nicht unbedingt von sich aus gerne mit fremden Menschen zu tun hat. Das heißt, die tun sich wahnsinnig schwer in diesem Job. Menschen, die Menschen mögen, sind wesentlich leichter in diesem Job erfolgreich zu machen. Zum anderen sehen wir ganz, ganz viele Leute, die sagen, hör mal, passt doch alles. Warum soll ich mein Verhalten verändern? Ich verdiene doch schon ganz gut. Ich bin doch schon ganz gut. Natürlich sind die gut, aber sie könnten immer noch besser verdienen. Ich habe 2000 Euro, damit habe ich es mir eingerichtet. Ich habe eine 2000 Euro Wohnung. Ich fahre auf 2000 Euro Urlaube, also was man sich mit 2000 Euro leisten kann. Und diese Leute sind damit zufrieden, was sie haben, was ja eine gute Sache ist. Nur in einem provisionsorientierten Verkaufsjob tun sie sich mit Menschen leichter, die Erfolg um des Erfolgs willen mögen und die auch ein Stück weit geldgeil sind. So, wo finden Sie diese Menschen? Das eine habe ich gerade gesagt, ist Multilevel-Marketing. Dann gibt es Direktvertriebsorganisationen wie die Allfinanzvertriebe, Tupper, Mary Kay, wie sie alle heißen. Diese Organisationen ziehen wahnsinnig viele Leute in ihren Bann, die eben genau das haben. Die sind kontaktstark und die wollen Geld.
und die wollen Erfolg. Ja, und diese Organisationen, die werben mit dem pinken Cadillac und mit dem Mercedes Cabrio und mit den die Multilevel-Organisationen mit dem 1-Million-Euro-Scheck, den irgendjemand als Bonus bekommen hat. So, die Wahrheit ist aber, dass die Leute, nachdem sie mit Hunderten von Menschen geredet haben, wildfremden Menschen, nachdem eine Tupper-Beraterin Hunderte von Partys organisiert hat und wildfremden Menschen ihr Zeug gezeigt hat, dass die irgendwann merken, ui, das ist doch gar nicht so einfach, die erste Million zu kriegen, und genervt aufgeben. Deswegen haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, kleine Textanzeigen zu schalten mit dem Inhalt Schnauze voll von MLM, Schnauze voll von Direktmarketing, Schnauze voll von Allfinanzvertrieb und dann zu beschreiben, was das Haus gut, also was den Arbeitgeber ausmacht und was wir bieten können. Festanstellung, die Kunden kommen zu uns, ein Traditionsunternehmen. So, das ist eine Möglichkeit zu rekrutieren. Der zweite gute Grund und Boden, wo man rekrutieren kann, ist die Gastronomie-Szene und die Hotellerie. Denn die Leute sind alle zum Nettsein verdammt. Also die werden entweder so ausgewählt oder so trainiert, dass die immer nett sind in der Gastro und in der Hotellerie. Und die kommen mit unseren Arbeitszeiten gut zurecht. Wenn Sie jemandem aus der Gastroszene oder aus der Hotellerie erklären, dass er ab sofort nur noch 4 Sonntage im Jahr arbeiten darf, dann finden die das obercool. Wenn Sie einem normalen Menschen erzählen, dass er 4 Sonntage im Jahr arbeiten muss, dann ist er nicht mehr Ihr Freund. Wenn Sie einem Menschen aus der Gastroszene erklären, dass um 19 Uhr Schluss ist und er gar nicht länger arbeiten darf und samstags auch, dann findet er das toll. Und die normalen Leute, das wissen Sie genauso gut wie ich, haben damit größte Probleme, jeden Abend so lang weg zu sein. Also Hotellerie und Gastro sind super. Dann können Sie natürlich noch bei den umliegenden Werbebetrieben ein bisschen fischen gehen. Melden sich einfach unter leicht geändertem Namen und sagen Sie, hallo, guten Tag, Autohaus sowieso. Meldet sich in der Regel eine Rezeptionistin oder ein Rezeptionist. Und dann fragt man einfach, Mensch, ich war letzte Woche da war so ein wahnsinnig netter, kontaktstarker, junger Verkäufer. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und dann fängt die Rezeptionistin an, ah, war es der Herr Meier? Und sie schreiben auf Meier und sagen aber, nein, Meier war es nicht. Ach, war es der Herr Becker? Sie schreiben auf Becker. Nee, Becker war das auch nicht. War es der? Und dann geht denn in der Regel die Puste aus und sagen sie, aber Sie meinen nicht den Herrn Müller, oder? Nee, den meine ich nicht. Das heißt, so können Sie rauskriegen, wer in diesem Haus gut und kontaktstark verkauft. Und dann können Sie 2 Tage später anrufen und sagen, ich hätte gerne den Herrn Meier. So. Diese ganzen Techniken habe ich wirklich Hunderten von Unternehmern erklärt und dann auch, wie man aus diesen Leuten die richtigen aussucht. Wie läuft denn ein Bewerbungsgespräch, außer ich habe ein gutes Gefühl? Ja, oder die Fragen, die üblichen Fragen, erzählen Sie mal, was sind Ihre Schwächen? Ich habe mal auf die Frage gesagt, eine meiner Schwächen ist, dass ich manchmal flunker, wenn man mir richtig blöde Fragen stellt. Die Leute wissen, welche Fragen standardmäßig kommen und wissen, was wir hören wollen. Es gibt wesentlich bessere Prozesse, um rauszukriegen, A, passen die Leute vom Persönlichkeitsprofil und wollen die dieselben Sachen, die auch im Job wirklich befriedigt werden. Diese Art, Leute zu rekrutieren und Leute auszusuchen, hat sich leider nicht durchgesetzt. Warum? Weil die Möbelhändler zu sehr in ihrer Gewohnheit verhaftet sind. Deswegen bieten wir jetzt an ein Rekrutierungsprogramm. Wir übernehmen alles für Sie. Wir schalten für Sie die Anzeigen, wir gehen für Sie ans Telefon, wir suchen die Leute für Sie aus, wir lassen die durch ein paar Persönlichkeitstests laufen, wir machen ein Vorgespräch, um dann mit Ihnen zusammen ein Vorstellungsgespräch zu führen, wo Sie sich aus 3 Kandidaten 1 bis 2 aussuchen können. Das Ganze machen wir zu sensationell günstigen Konditionen und sorgen dafür, dass Sie die richtigen Leute erstmal in Ihr Haus bekommen und aussuchen. Was bringt Ihnen das, wenn Sie es schaffen, Quereinsteiger mit den richtigen Persönlichkeitsmerkmalen zu rekrutieren? Sind Sie nicht mehr abhängig von den Möbelverkäufern, die schon woanders gearbeitet haben und die Sie mühsam vielleicht auf einen anderen Verkaufsprozess umbiegen können? Also kontaktieren Sie uns, lassen Sie sich beraten. Wir übernehmen für Sie das Recruiting, die Auswahl und sorgen dafür, dass Sie mit Leuten arbeiten können, die auch arbeiten wollen, und zwar im Einzelhandel, im Möbelhandel, die Erfolg mögen und die Menschen mögen. Wir machen kein Headhunting, das heißt, wir werben keine Verkäufer woanders ab, das tun wir nicht, sondern wir sorgen dafür, dass Sie an exzellente Quereinsteiger kommen. Fordern Sie unten mehr Informationen an, am besten in einem persönlichen Gespräch.